Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Und letztes Mal habe ich das Schiff geklaut, das jetzt da unten ist. Vor allem, dass er das ganz alleine dahin gefahren hat, finde ich auch interessant. Jetzt müssen wir mit Brattigan reden. Wundervoll! Ihr habt die Requiem gestohlen. Was will der gefürchtete Pirat denn jetzt ohne sein Schiff noch machen? Nun können wir diese Insel verlassen. Falls ihr überhaupt von hier verschwinden wollt, natürlich. Und wenn ihr bleibt, bleibe ich auch. Oh. Danke für eure Loyalität. Ihr müsst mir nicht danken. Ihr und ich, wir halten zusammen. Wir haben diese Reise als Wegbegleiter begonnen, doch die Feuer der Widrigkeiten haben uns zu mehr werden lassen. Zu Freunden. Und ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Diese Sache damals mit Garant zählt nicht. Er ist gestorben. Und nun geht. Spürt den Verräter auf. Wenn der tote Kerl die Zeremonie des Dorfes verhindern will, wird er es bald tun. Also könnte ich jetzt offiziell wahrscheinlich schnell wieder schnell reisen, dass ich dann von A nach B reise. Dann ist halt auch so, dieses Ding. Und könnte jetzt einfach wegfahren, irgendwas machen und dann wiederkommen, so 10 Jahre später gefühlt. Weil das ist halt da genauso das. Du bist halt der Dude, der den Krieg aufhalten muss oder den Krieg beenden soll. Und rennst halt die ganze Zeit von A nach B, machst irgendwelche komischen Kack-Quests, wenn die halt da immer noch weiterkämpfen. Ich verdanke euch mein Leben. Ich muss eh mal gucken. Ich denke mal, die eine Quest wird wahrscheinlich mit dieser anderen zusammengeknüpft sein. Die Seelengrund wäre, da muss ich dann jetzt hingehen. Oder ist die Quest extra, wo ich die Ding töten muss? Rayfall Innenhof. Die Nachfahren töten. Ah, okay. So. Dann passt das jetzt auch. Ihr kommt zu spät. Wir alle kamen zu spät. Die neue Nachfahrin, Bridget, sie ist verrückt geworden. Was passiert? Mir ist aufgefallen, dass sie sich seltsam fühlt. Sie wollte nicht essen und sprach mit sich selbst. Die meisten Nachfahrinnen erleben Momente der Unklarheit. Aber dies war anders. Als ich sie danach fragte, wurde sie feindselig. Ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Es war eine neue Art der Magie. Blitze aus purpurnem Licht. Und dann war sie fort. Einfach fort. Ihr werdet Bridget niemals finden. Außer ihr seid fähig, das Unsichtbare zu sehen. Lebt wohl. Okay. Ja, dann muss ich sie wohl doch töten. Oh hey, da ist eine Truhe. Ach so, mein Inventar ist voll. Ach, Raffinesse brauche ich dafür. Konsumgüter lasse ich. Gegenstände. Muss ich doch auch noch ein paar. Und habe ich da noch Bücher? Anscheinend nichts.
Das stimmt, ja. Das Zeuger ist ja nur im Plunder drin und nicht, ich hab den nicht weggeworfen oder zerstört oder was auch immer. Wobei, dann kann ich zuerst in die Feste noch reingehen, weil dann kann ich da noch gucken, ob der jetzt ein Ding gebaut hat. Also ob ich da jetzt die Kiste hab. Dann kann ich da wenigstens ein bisschen Zeug reinlegen. Das wollte ich ja eigentlich noch machen, das habe ich ganz vergessen. Jetzt erst verkaufen, dann zur Feste gehen. Ich grüße euch. Ihr habt ein Schild, ihr braucht nicht darauf zu... Antworten. War mir ein Vergnügen. Freefall. Das sind wie Wurzelgolems. Bloß trolliger. Ja, dabei ist einiges gemacht. Es ist vollbracht, Herr. Ich bin sicher, ihr werdet beeindruckt sein. Im Übrigen habe ich mir erlaubt, Killian Keen aus Trostkap einzuladen. Er ist euer neuer Bestienmeister und wartet am Bestienpferch auf euch. Ich habe gerade erst angefangen, Herr. Mehrere Schriften, die ich in der Feste gefunden habe, beziehen sich auf einen ungewöhnlich großen Anbau neben dem Hauptgebäude. Dafür brauche ich 2 Bündel Amberholz, 2 Bündel Segeltuch und 4 Bündel Seestahl. Okay, ich habe was da drauf. Großartig. Ich mache mich gleich ans Werk. Auf bald. Hier müsste der mächtige Herr sein, von dem Paddy erzählte. Er hat immer wieder davon um ehrlich zu sein, bin ich nur wegen des Windes hierher gezogen. In diesem Kaff an den Klippen war es ein bisschen windig. Ja. Mimikerhände. Pestilenzgewand. Oh, okay. Wir kauft ein paar interessante Sachen. Hütet euch vor den Scars. Dann gehe ich mal schnell rein. Nice. Aber hier gibt's keine Truhe. Könnt ihr schlafen? Oder, ah nee, doch, Lager. Nice. Dann nehmen. Ja. Da ist mein ganzes Zeug drin. Ring des Erzweisen, Gelehrtenring. Sonnensteinring. Die Stachelkette tue ich auch rein. Und ich kann halt nur 300 Sachen reintun. Das ist nicht irgendwie ein bisschen, naja. Rede ich noch mal mit dem von dem Bestienpferd. Hallo. Freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin Killian, Bestienmeister. Interessiert ich Bestien? Ich bin ein weltbekannter Bestienmeister. Gebt mir irgendein Tier und ich dressiere es. Wenn ihr mir etwas Futter besorgt, das ich als Köder auslegen kann, dressiere ich einen Begleiter für euch. Cool. Ich hätte gerne einen Begleiter. Wollt ihr einen großen oder einen kleinen Begleiter? Denkt daran, dass ich immer nur 3 Begleiter halten kann. Großen Je Begleiter. Je größer, desto besser, was? Was hättet ihr denn gern? Ein Wolf, ein Bär, ein Bargisch. Komm, ich nehme Bär. Bären sind ziemlich lustig und halten Ungeziefer fern. Gebt mir einen Tag, um einen zu finden. Dann können wir loslegen. Okay. Gebt auf euch Acht. Ich frage mich noch, ob der echt quasi da noch sterben kann. Auf Dressur warten.
Kann ich dann eigentlich auch mal die Schadenstränke zuweisen, die 38, die ich habe? Oh, okay. Hätte nicht gedacht, dass er das braucht. Mach ich doch mit links. Meint doch mit rechts. Ein Haufen. Und da waren ein paar Scherben drin. Das ist gut. Hey, das ist ein normaler Boggart. Wundert mich dann doch. Okay, der ist dead. Der ist auch wieder richtig zerlegt. Hat mich eigentlich nur, ob die anderen Boggarts auch explodieren können. So eine Fähigkeit, die finde ich nicht gut. Gebetspunkt der Nachfolgerin. Eine Schicksalstür. Dabei habe ich gar nicht gespeichert. Was denn jetzt? Gab's wahrscheinlich? Ja. Wir sind echt lästig. Ich muss 50 davon töten für den Erfolg. Das ist die andere Sache. Ich hab mich nur, wo ich die alle finden soll. Denn ich kenne leider keinen Spawnort für Scuffs. Da aber eine Menge Schicksalstüren. Ein Bärbegleiter hat eine Gesundheit erhöht. Cool. Da speichere ich jetzt. Okay. Im dritten Mal immer, also funktioniert es gefühlt irgendwie immer. Ja, das ist noch mehr Scuffs. Da ist mein Dude auch tot. Leider. Er war doch so jung. Der dritte Zyklus. Der Pirat. Oh, Nette. Ich wünschte, du könntest den Himmel über Galgens End sehen. Er ist atemberaubend. Erinnerst du dich an den Mythos vom Piratenkönig, der bei den einfachen Leuten kursierte? Sie nannten ihn den Toten Kell. Nun, er lebt, meine Liebste. Und er ist ebenso real wie du und ich. Und nicht nur das. Er hat sich hier auf unserer verborgenen Insel sogar einen ziemlich beeindruckenden Hafen erbaut.
Diese gewaltige Unternehmung hat ihn Jahre seines erbärmlichen Lebens gekostet. So viel Zeit, die er wahrlich besser hätte nutzen können. Merkwürdig. Sämtliche Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass der tote Kell vor nicht allzu langer Zeit ermordet wurde. Ausgerechnet von den Alpha. Doch derartige Berichte sind eindeutig falsch. Ich muss vorsichtig sein. Die Helfer des toten Kell schleichen auf den Anlegestellen und in den Gezeitenbecken herum. Und er droht jedem mit dem Galgen, der sich in die Nähe seiner Beute wagt. Ich möchte nicht, dass es zu einem Missverständnis kommt. Oh, Nette. Ich bin diese Einsamkeit so leid. Diese Trennung wird noch mein Tod sein. Ich frage mich nur, wer die Aufzeichnung gemacht hat. Oh, die redet gar nicht mit mir. Wonach sucht ihr Kind? Bridget ist fort. Anfangs hatte sie sich mir noch widersetzt, doch als ihr bewusst wurde, wie schmerzhaft das sein kann, hat sie aufgegeben. Kell hatte recht, diese Dorfbewohner. Wie jung und töricht sie doch sind. Und ihr? Ich sehe, wie ihr euch durch die Welt bewegt, wie ihr die Fäden des Schicksals zerreißt, während ich sie nur webe. Was seid ihr? Was hat der tote Kell gesagt? Er sagte, ihr würdet mich letztlich finden. Und da seid ihr. Es erfordert einiges, um sich die Aufmerksamkeit des toten Kell zu verdienen, Kind. Ihr müsst wahrlich etwas Besonderes sein. Wo ist Bridget Malloy? Sie steht vor euch. Ich bin Bridget und sie ist ich. Sie ist akzeptabel, soweit man das von einer Hülle sagen kann. Aber ich habe sie nur ausgewählt, weil sie die Nachfahren werden soll. Weil sie die Macht erhalten soll. Mich habt ihr nicht getäuscht. Tatsächlich nicht. Selbst der eigene Gatte dieser Frau konnte keinen Unterschied feststellen. Wir haben uns seit Jahren auf diesen Tag vorbereitet. Akaras Segen wird mein sein. Und dann wird er auf den toten Kell übergehen. Wenn ihr auch nur einen Funken Verstand besäßet, hättet ihr diese Insel mit der Requiem verlassen. Nun wird sie eure Totenbarke sein. Akara möge über euch wachen. Ich würde ja interessieren, quasi, wer das jetzt quasi ist. Oder sprich, was die besessen hat. Ach, die flüsternde Hexe. Ich kann Skaff beschwören. Geht mehr aus als eine große. Die heilt sie wieder, das ist nicht gut. Ich will diesen Erfolg haben. Jetzt willst du mich verarschen.
Ach, da ist sie. Ha! Jetzt habe ich sie gestunt. Kam dann wohl zu spät. So, die Hexe ist tot. Nachfahren Amulett. Brief an Bridget. Und mit Alder sprechen. Mit Alder. Wie komme ich denn hier eigentlich wieder raus? Ah, da gibt's eine große Treppe. Habe ich eigentlich die... Nee, die ist immer noch nicht tot. Also quasi... Gut, dann werde ich wohl dem Typen jetzt sagen müssen, dass ich da seine Frau getötet habe. Hm, das war ein Schiffsbrüchiger. Ich dachte schon, das wäre der Einsiedler. Der eine Siedler. Ich wusste es nicht. Und wie hätte ich es auch bemerken sollen? Alle Nachfahren entziehen sich zurück. Die Verantwortung, die sie tragen, ist einfach zu groß. Sie sind doch nur Sterbliche. Meine arme Bridget. Alles, was sie wollte, war, Akara zu dienen. Und er hat zugelassen, dass dies geschieht. Welchen Wert hat sein Schutz, wenn er nicht einmal eine Hexe aufhalten kann? Was sollen wir jetzt nur tun? Die Darbringung steht kurz bevor. Aber wir haben niemanden, der sie auf sich nehmen könnte. Ich könnte es machen. Der Segen gehört mir. Euch? Es gibt andere, die ihr ganzes Leben auf diese Gelegenheit gewartet haben und dann doch nicht erwählt wurden. Allerdings hattet ihr die Weitsicht, die Pläne des toten Kell zu enthüllen und die Stärke, die Hexe zu besiegen. Gäbe es irgendjemanden, der Akaras Segen würdiger wäre? Ja, so muss es geschehen. Sucht die Ruinen auf dem nördlichen Berg auf und fordert das Geburtsrecht unserer Gemeinschaft ein. Es gibt keinen anderen Weg. Yeah. Und er gibt mir noch Gold dafür. Cool. Karte aktualisiert. Akara Tor. War ich da nicht schon? Der Weg der Nachfolgerin. Bereitet euch auf das Ende vor. Gebetsbuch. Hallo. Okay. Ich habe erstmal nochmal zurück zur Greyfall-Feste. Bis zum Tode. Das heißt, ihr hättet diese Feste im Alleingang in Besitz genommen. Beeindruckend. Ich bin an Ausbildung interessiert. Ich war Waffenmeister in den Festen Kandrian und Helmgard und habe dort Söldner und die Herren ausgebildet. Vielleicht kennt ihr ja meinen Bruder Jakin. Er ist der Arenameister im Haus der Tapferkeit. Als Teil meines Ausbildungsprogramms führe ich Listen, wer welche Monster am schnellsten besiegt. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch da... Ihr wählt ein Monster aus, gegen das ihr kämpfen wollt,
und ich sage euch danach, wie ihr euch geschlagen habt. Solltet ihr einen neuen Rekord aufstellen, gebe ich euch eine Ich mag eure Begeisterung. Wollt ihr gegen eine große Kreatur oder gegen... Keine Sorge. Gegen welche Kreatur wollt ihr kämpfen? Solltet ihr eure Meinung ändern, wisst da ihr... Sagt mir Bescheid. Dann in Ordnung. Sonst lassen eure Fähigkeiten... Sagt Bescheid, wenn ihr wieder kämpft. Wollt ihr Lasst gegen uns üben. Eine große... Größere Kreaturen können eine ganz schöne Herausforderung sein. Bärenwölfe. Solltet ihr eure Meinung ändern, wisst... Wir sehen uns. Gegen Skaff kämpfen. Es ist vollbracht, Herr. Seht euch alles genau an. Ich bin sicher, ihr werdet begeistert sein. Im Übrigen habe ich mir erlaubt, Olli Madsen aus Trostkap herzubitten. Er ist euer neuer Waffenmeister. Ihr solltet in der Rüstkammer mit ihm reden. Was als nächstes dran? Dieser Ort. Er überrascht mich immer wieder. Als alles ausgeräumt war, habe ich den Eingang zu einem eingestürzten Stollen gefunden, der von der Feste wegführt. Sobald ich ihn gesehen hatte, wusste ich, dass ich ihn schon aus meinem Traum kenne. Aber ich brauche noch etwas Material. 3 Bündel Strandstein, 2 Bündel Bärenfell und 3 Bündel Seestahl. Hab ich das? Ich sage euch das Nötige. Bärenfelle sollten nicht schwer zu beschaffen sein. Die Dwerger hatten immer ganze Kisten voll in ihren Wehren. Ich habe ein paar Stellen auf eurer Karte markiert, wo ihr wahrscheinlich auch die anderen Kisten findet. Viel Glück. Okay. Auf bald. Strandstein brauche ich dann bloß. Hallo, euer Begleiter ist bereit und nachdem ihr nun einen Begleiter habt, müsstet ihr im Kampf etwas stärker. So ist das mit allen Je mehr ihr eurem Begleiter zu fressen gebt, desto stärker ist der Effekt. Zwischen euch soll ich einen Begleiter für euch dressieren. Wollt ihr einen... Denkt daran, dass ich immer nur drei kleine... Was hättet ihr denn gerne? Boggart, ein Wicht, Ratte, Spinne. Gruselig. Ich werde versuchen, eine ungiftige Spinne zu finden. Aber ich kann nicht... Gebt mir einen Tag, um eine zu finden und zu dressieren. Gebt auf euch Acht! Dein Bär hat... Deine... oh, cool. Okay, ich kann den nicht. Ich kann ihn quasi nicht versehentlich hauen. Nicht, dass ich das möchte oder so. Ah, Karator. Mit Captain Bratigan treffen. Okay, dann gehe ich aber mal zur Unterseewehr, weil da mache ich das noch mit den Gnomen. Oh, wobei wir sind schon noch 26. Oh, ich glaube, dann hebe ich mir das doch für die nächste Folge auf. Ja. Oh, Seestahl habe ich auch keinen mehr. Die Expedition. Ja gut. Dann mache ich es jetzt einfach gleich.